Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir haben in der letzten Folge den Speer von Kephalos gefunden. Sagenumwoben, ouch. Und jetzt werden wir dem Händler hier mal ordentlich auf die Füße treten. Zuvor werde ich allerdings mal kurz gucken, gehen wir da weg. Also, ach guck mal, das ist Stehlen, das ist nicht cool. Die rastet komplett aus. Mich sieht keiner. Oh. Verzeihung. Schön, dich zu sehen. Ja, finde ich auch. Schön, dich zu sehen. Ja, supi, supi. Ja, weg da. So, die hau ich auf die Fresse jetzt. Penner. Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen. Wenn er sein Geld will. Klar? Ah, aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Markus, ich schulde ihm das Doppelte. Wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Ach. Ja. Das ist doof jetzt, ne? Das hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast. Aber meine Familie. Es ist heiß. Ich habe schlechte Laune. Und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren? Sag Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Hm. Okay, das ist interessant. Gehen wir jetzt? Weil er hat uns ja eine gute Info gegeben. Ich würde ihn eigentlich sogar jetzt einfach lassen. Damit hast du recht. Vergiss die Drachmen. Markus und ich müssen reden. Du lässt mich gehen? Dann nimm wenigstens dieses Schwert. Nichts Besonderes, aber besser als das rostige Ding, das du da hast. Das wird mir gegen den Zyklopen helfen. Treib Markus die Flausen aus, sonst seid ihr beide tot. Man muss die Dinge auch manchmal ein bisschen drehen und dehnen. Ich habe ein Schwert bekommen. Ja, das ist nämlich auch nicht verkehrt. Was ich sogar benutzen kann. Was ziemlich geil ist. Deswegen würde ich sagen, zack, guck mal. Das macht mehr Damage. Hat Kriegerschaden, Attentatschaden, alles dabei. Wir nehmen das. Läuft. Okay. Nett. Oh, die sieht cool aus. Ich bin ja auch immer für leichte Rüstung. Aber wir werden mal gucken. So, wir gehen mal zu Markus zurück. Wo ist er denn, der Pimmel? Da. Hast du was zu erledigen, Cassandra? Immer. Immer am Stressen. So. Sag mal, hier sind doch zwei so eine Dinger. Wo ist denn das andere Teil? Alter, wir haben ja auch relativ viel zu entdecken, ne? Also hier gibt es einen unentdeckten Ort, da. Und das sind halt immer auch so manchmal langweilige Sachen. Muss man halt ehrlich sagen. Manchmal aber auch vielleicht interessant. Keine Ahnung. Wir werden uns auf jeden Fall hier mal alles angucken. Und dann entscheide ich dann, wie ich weitermache. Das weiß ich jetzt noch nicht. So, wir gucken erstmal, was hier abgeht. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis dich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kephalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es da nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner Söldnerin verstecken, Markus. Er bringt dich, die Kriegerin und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Cassandra. Das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Doris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Was für Drachmen denn zurückholen? Du hast ein törichtes Versprechen gegeben, Markus. Eins, das wir nicht halten können. Ich dachte, du wärst unbesiegbar. Ich vielleicht, aber du nicht. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit.
Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalenia in deine Hände gelegt. Cassandra! Alexios! Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Kefalenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zur Söldnerin mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles nehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm beschützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meine Freundin Cassandra in die Einzelheiten eingeweiht. Sie hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Du kennst mich. Ich bin immer vorbereitet. Wir spielen das mal mit. Das habe ich gesagt. Sie wird jeden Stein umdrehen. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Cassandra, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Mhm. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Die scheinen sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Gib ihn mir. Also, die ist flott. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil klar auf diese Puppen. Wenn ich jetzt auf diesen Stein schieße, dann müsste der zerbersten. Okay, ich schieß mal ihn auf. Nice. Hammer. Damit ist auch diese Quest abgeschlossen. Das ist nämlich ja auch der Twist. Man kann sich, glaube ich, hier auch auf eine... Ich habe mehrere Quests angenommen. Ist überhaupt kein Problem. Man kann sich auf verschiedene Seiten schlagen. Auf die Seite von Athen oder von Sparta.
im Laufe des Spiels. Da werden wir natürlich mal gucken, was da abgeht. Wir werden die mal eben verfolgen. Allerdings möchte ich auch andere Dinge machen. Weil wir haben ja auch das, das sind ja auch alles Quests. Auge um Auge. Um seine Schulden zu bezahlen. Achso, das ist, okay, das ist das. Ja, naja, wir haben ja noch die ganzen Dinger. Da würde ich eigentlich auch gerne mal hin. Hier auch mal auf die Insel. Und vor allem hier rauf. Ja, ganz wichtig. Wo, ich bin noch daneben, ne? Wie weit ist denn das weg? 217 Meter, das ist nämlich da ganz oben drauf. Ja, wenn ich aber gerade hier bin, kann ich auch mit ihr reden. Und, besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Wie abgemacht. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich! Markus hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Jo. Irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bognerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich dafür. Ich erledige die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Natürlich doch. Durch dein Gejammer geht es auch nicht schneller. Ich töte die Banditen und besorg dir dein verdammtes Holz. Natürlich machst du das. Lass dir nur Zeit, ich vertraue dir. Ja, geht doch. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. Finde und so die Tat. Was? Was? Ist das dieselbe? Wo führt er mich hier gerade hin? Ich um mein Holz. Das ist das? Das ist das doch nicht. Oder? Doch. Okay. Doch, kommt. Okay, ich habe immer nur leise. Ach, dieses leise Pfeifen ist für die. Für die Dings. Okay. Got it. Oh, mal schneller hier. Los. Hopp, 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 hopp. Wir haben keine Zeit. Okay, wir reiten mal hier lang. Geht nämlich ein bisschen schneller. Komm schon. Los. Ja, nice gesprungen. Du hast es drauf. Der ist gar nicht so weit weg, der Dude. Oh, Schissel. Na, mal gucken. Wenn er jetzt herkommt, habe ich eventuell ein kleines Problem. Zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Nach Westen. Hm? Wo ist Westen? Da lang? Kurz auf die Karte gucken. Ja, das haut hin, Westen, ne? Achso, vielleicht könnte man hier auch untersuchen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof, ne? Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Okay. Oh shit, der ist aber echt nah. Ich weiß nicht, ob sie es sind, aber es könnte ja sein, ne? Kann ich eigentlich den Baum hochklettern? Ne. Schade. Aber hier bestimmt. Leute, ich kann echt keinen Baum hochklettern? Okay, das ist doof. Oh, scheiße. Der ist nicht der... Eieieiei, der ist ja direkt hier. Stellen kein. Ich weiß nicht, ob sie es sind. Aber könnte sein.
Alle okay. Bam, Sparta-Kick, Junge. LOL. Okay, dann gibt's wieder einen Sparta-Kick. So, du noch. Jawohl, schön blutig muss das sein, ne? Oh. Wie? Ach, ich mach's einfach so. Ich will die nicht aufheben, ne? Alle tot hier. Könntest du das alles klauen? Okay. Ich klau das mal alles, ne? Braucht ja keiner mehr. Ja, aber ob es das war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich habe noch nicht alles gefunden. Wir gehen erstmal wieder zurück. Muss auch wegen dem da gucken, nicht, dass der mir gleich zu nahe kommt. Das wäre jetzt auch nicht so geil. So, dann wird das. Wo ist das nächste? Oh shit, der läuft aber ganz hart rum. Hier bin ich auch nicht mehr in dem Gebiet, also das muss schon noch hier irgendwas geben. The question is what? Da ist die Ziege, okay. Aha, ein Tora. Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Armer Baum. So, du bist in der Nähe. Okay, wir rufen mal Ikaros. Irgendwo hier. Das muss das Banditenlager sein, das ich suche. Okay, wir schicken ihn mal ganz kurz vor, damit er nämlich hier gucken kann, wie viel es hier gibt. Sind ja nicht nur drei Stück, das wäre ein bisschen... Also es wäre ein bisschen traurig, wenn es nur drei Stück wären. So. Musste mal gesagt werden. Okay. Da wäre noch eine Quest auf jeden Fall. Ich will mir auch die ganzen Fragezeichen mal angucken. Mal gucken. Oh, 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 die haben Hunde. Okay, 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 okay. Die haben Hunde. Interessant. So, hier gehen wir mal hoch. Ich muss mich anschleichen. Mach ich doch gerade. Okay, da ist ein Typ. Oh, hier sind aber... Eieiei, hier sind aber einige am Start. Okay. Gut, da sind zwei. Hast du den Anführer gehört? Meinst du auch, dass wir das Haus meiden sollten? So gut wird es sicher nicht bewacht. Wie wahr. Wir hätten jeden Abend guten Wein. Ich würde den gern eliminieren, wenn es geht. Alter, jetzt geh mal hier. Hier hoch. Und tot. So, das war der erste Streich. Der zweite folgt. So, gleich. Der hat nichts gesehen. Er hat Bock.
Na gut, er brennt. Ey, wo rennst du hin? Alter. So, geht doch, mein Gott. So, looten müssen wir natürlich, weil sonst, ne, ist ja klar. Ist das Ganze ja bei denen auf einmal. Ach, guck mal, da sind noch mehr. Scheiße. Was haut denn der direkt ab, der Lutscher, Alter? Was ist denn das für ein... Nee, lass das mal lieber. Ach, komm her, du willst mich töten? Hier, bam, Junge, in die Fresse. Ja, komm, hör zu. Ach, dann ist ja tot. Das ist keine Herausforderung. Alter, der kleine? Penner, ne? Ich sollte etwas Holz als Beweis mitnehmen. Tot. Der Alten wird mein Wort nicht genügen. Ja, machen wir. So, okay, dann müssen wir zu der Alten wieder zurück. Boah, das dauert aber auch lange, bis wir wieder da sind. Und dann... Bam, Junge, Sparta-Kick in die Fresse. Verreck doch. Kackhund, ey. Wolf. Was auch immer. Drecksviech. Jetzt geben wir die ganze Quest ab und dann werden wir uns auch ein bisschen mal darum kümmern, was da in den Höhlen abgeht, beziehungsweise mal da oben raufklettern auf Zeus selbst. Und eventuell noch andere Dinge. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich hole mal das Pferd. Das dauert nicht so lange. So, los geht's. Hau rein, los, hau rein. Ha! Fast getroffen. So, absteigen, rüberspringen. Guten Tag. Ah, Marcos Gehilfin. Du hast hoffentlich mein Holz dabei. Gehilfin? Wohl kaum. Ich meine Marcos starke Arm. Wie dumm von mir. Das sollte reichen, bis der Rest des Holzes hier ankommt. Bei den Göttern. Arbeitest du wirklich mit Marcos? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Marcos nichts ab. Dankeschön. So, nice. Damit haben wir das nämlich auch erledigt. Und was ist das hier? Cool. Nett. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal nichts zu tun. Also doch, wir haben noch ein bisschen was zu tun. So ist es nicht. Der Dude, der läuft da hinten. Was ist das hier? Ach, das Holz vielleicht. Ja, genau, da gibt es noch einen. Das sind so Sachen, die mache ich auch nicht alle. Ganz ehrlich. Ja, gibt natürlich EP. Vielleicht mache ich es. Mal gucken, wenn man dann nochmal vorbeikommt. Ich würde gerne als nächstes mal hier rauf. In der nächsten Folge. Und gucken, was da abgeht. Hier ist noch eine Quest, da ist noch eine Quest. Und eine haben wir sowieso noch. Hier ist auch noch eine Quest. Aber das ist Hauptstory, deswegen nicht irrelevant, aber ne. Und das haben wir ja auch noch. Können wir dann auch noch machen. Hier ist eine Nachrichtentafel. Wait. Die gucke ich mir eben noch an. Was genau bedeutet Nachrichtentafel? Sami, ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Ach, guck mal, cool. Cassandra hatte gelernt, dass jeder Auftrag gut war. Ilos, ein Rüstungsschmied aus Cafelania, brauchte Wolfsfelle für den Krieg und er wusste, dass Cassandra sie ihm besorgen könnte. Akzeptieren wir. Okay, interessant. Ja, trotzdem erstmal darauf und dann gucken wir in der nächsten Folge, was wir sonst noch machen.
vielleicht die Höhle mal durchsuchen oder aber irgendwas anderes, irgendein Fragezeichen oder so. Mal gucken. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal und rein. Ciao. Mit Y.